auch jedes Tier seine Ausgabe von Sturmhufe mit? Hurra! Ich liebe den Flauschige Freunde Bücherclub. Also, wir wollen folgendes Thema besprechen, die Natur in Bezug auf Hufcliffs Liebe. Hat irgendjemand das Licht angelassen? Oh, das bin ich. Oh, das bin ich. Wir diskutieren weiter, wenn ich zurück bin. Gut sein kann. My Little Pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine ehrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Gerufen. Was für ein Glück. Ich gehe viel lieber mit einer Freundin zusammen. Ich wollte dich schon abholen, aber ich wurde abgelenkt. Oh. Seit uns der Plan gerufen hat, habe ich viele Recherchen gemacht, potenzielle Freundschaftsprobleme getestet und in meinem Freundschaftsratgeber gestöbert. Was meinst du mit, seit uns der Plan gerufen hat? Das war doch erst vor 5 Minuten. Ich weiß. Ich will zu 100% vorbereitet sein. Denn ich bin die Prinzessin der Freundschaft. Ich muss jedes Freundschaftsproblem lösen können. Zum Glück werde ich mit dir zusammen losgeschickt. Ach, übrigens, wo müssen wir denn hin? Tief in die nebligen Berge. Oh, da bin ich bis jetzt wirklich noch nie gewesen. Ich auch nicht. Es gibt nicht viele Informationen darüber. Ich konnte nur das finden. Die nebligen Berge beheimaten das schönste Tal in ganz Equestria zwischen ihren beiden majestätischen Gipfeln. Das ist wunderschön. Und mitten in der Natur gibt es bestimmt auch viele Tierfreunde. Ich kann es nicht erwarten, loszulegen. Ich bin nervös, weil ich nicht mehr finden konnte, denn normalerweise bin ich besser vorbereitet. Auf mich wirkst du ziemlich gut vorbereitet. Sind die für uns? Yep, ich habe alles gepackt. Snacks, Bücher. Decken, Bücher. Bücher hast du doppelt. Es sind viele Bücher. Welches Freundschaftsproblem wird uns erwarten? Ich habe keine Ahnung, aber wir finden es ganz bestimmt heraus. Denkst du, es geht um Freundschaftslügen? Wir werden es wissen, wenn wir erst mal da sind. Du hast recht. Oh, könnte es um 2 Freundinnen gehen, die zusammen etwas unternehmen, aber vergessen, eine dritte Freundin einzuladen und die fühlt sich dann ausgeschlossen? Oder es hat jemand einer Freundin unerlaubt ein Geheimnis weitererzählt? Wir werden es sicher bald wissen, sobald wir da ankommen. Oh. Komm, ich trage das. Dankeschön. Entschuldige, ich bin ein bisschen die Libobli-Bu. Ich kann nicht glauben, dass es endlich soweit ist. Wow, wow! Was in Equestria sollte das? Davon stand in deinem Buch sicher auch nichts. Oh wei, ich fühle mich so unvorbereitet. Wo sollen wir nur anfangen? Vielleicht finden wir erst mal raus, wo die fliegenden Kürbisse herkommen. Bereit! Zielen! Feuer! Hi. Hallo, entschuldigt, aber was macht ihr hier? Wir bekürbissen unsere Nachbarn. Ja, aber, warum bekürbisst ihr denn eure Nachbarn? Ganz einfach, weil die McColls alle hundsgemein sind. Hey, ein Sekündchen. Wer seid ihr überhaupt? Seid ihr Spione der McColls oder was? Ich bin Twilight Sparkle, die Prinzessin der Freundschaft. Und ich werde euer Freundschaftsproblem lösen. Ich bin Fluttershy und, ich bin mitgekommen.
Mahu fehlt. Nett, euch kennenzulernen, aber ihr verschwendet eure Zeit. Wir haben hier kein Freundschaftsproblem. Wir haben ein McColt-Problem. Und hier gibt es auch gar keine Freundschaften. Naja, vielleicht gibt es die, wenn wir herausfinden, warum die McColts euch so wütend gemacht haben. Oh, sie haben so einiges getan. Es ging damit los, dass sie Kieselsteine auf unsere Scheune warfen und sie zerstörten. Tja, wir sind nicht gut im Hausbauen, also reichten da ein paar Kieselsteine. Aber egal. Oh nein! Ich weiß, was wir tun. Wir reden mit den McColts und hören uns mal ihre Seite an. Wenn wir die Fakten kennen, können wir den Streit beenden. Mit Logik und Verstand. Guter Plan. Deshalb ist sie auch die Prinzessin. Könntet ihr in der Zeit das Bekürbissen bitte lassen? Gut, na schön. Danke. Komm mit, Fluttershy. Was ist euer Anliegen? Die musst du nicht fragen. Das sind bestimmt Spione der Whofields. Hey, warte! Du bist doch ein Alihorn! Ich dachte, nur die drei Prinzessinnen wären Alihörner. Inzwischen gibt es in Equestria 4 Alihorn-Prinzessinnen. Ich bin Twilight Sparkle, die Prinzessin der Freundschaft. Und ich bin Fluttershy. Wir haben eine neue Prinzessin? Wie, seit wann denn? Und wie kommt es dazu, dass die Whofields eine Prinzessin spionieren lassen? Wir sind keine Spione. Warum halten uns alle Ponys für Spioninnen? Na, weil wir nicht oft Besuch bekommen. Ich bin Big Daddy McColt. Ihr kommt ziemlich ungünstig. Wir befinden uns mitten in einem unglaublichen Streit mit unseren fürchterlichen Nachbarn! Nachbarn! Nun, das ist der Grund, aus dem wir hier sind. Wir lösen euer Problem mit den Whofields. Seid ihr hier, um uns zu helfen, sie loszuwerden? Nein, das war's nicht, was ich meinte. Tja, wenn ihr nicht für uns seid, dann seid ihr ja gegen uns. Wir stehen auf keiner Seite. Wir wollen euch helfen, wieder Freunde zu werden. Tja, das wird schwer. Denn wir waren noch nie befreundet mit den Whofields. Aber ihr könntet es sein. Sie sind nur sauer, dass ihr ihre Scheune zerstört habt. Zum Schweinetrog, warte mal einen Moment. Das haben wir nur getan, weil die Whofields den Bolzen aus unserem Wagenrad gezogen haben. Eine Wochenladung Essen rollte den Berg hinunter. Wir McColts sind wirklich gute Handwerker. Aber wir haben leider keine Ahnung von Landwirtschaft. Wir müssen immer sehr weit reisen, um unser Essen zu kaufen. Und jetzt müssen wir die Kürbisse essen, die Whofields dauernd auf uns schleudern. Kürbisbrot, Kürbissuppe, Kürbisquesadillas, Kürbispaella, Kürbiskäse, Kürbiskuchen, Kürbisfrittiertes. Eigentlich klingt das ja richtig lecker, aber es wird langweilig. Vielleicht könntet ihr an einem neutralen Ort über eure Probleme reden und euch gegenseitig zuhören. Was? Nein! Die werfen doch lieber ihr Essen auf uns, als uns zuzuhören! Nun, sie hören auf mich. Ich bin die unparteiische dritte Partei. Achtung, Achtung, Whofields und McColts! Ich stehe auf keiner Seite, aber ich sehe, dass ihr Zeit und Ressourcen verschwendet, um gemein zueinander zu sein. Ponys sollten sich helfen und freundlich sein. Also, beenden wir diesen sinnlosen Streit. Tja, das sollte wohl helfen. Fahren wir nach Hause, Fluttershy. Würde ich gern tun, aber wenn wir das Problem gelöst hätten, würden unsere Schönheitsflecken doch anfangen zu leuchten. Oh ja, sie fangen bestimmt jeden Augenblick an zu leuchten. Oder auch nicht. So viel zur Freundschaftsproblemlösung Nummer 28.
Vielleicht können wir rausfinden, warum die Whofields jetzt Tomaten werfen. Lass dir Zeit, Greenhoof. Wenn du die Tomaten schon in der Schleuder zerquetschst, zerbersten sie nicht mehr an dem McColz. Was macht ihr da? Hört auf zu streiten. Ach, darum ging es dir also da oben. Wir dachten, die McColz hätten euch in der Hand, also haben wir sie betomatet. Mein Fehler. Stopp sofort die Tomatenschleudern! Tomaten schleudern sofort neu laden. Wir färben diesen Berg tomatenrot. Das hat nicht funktioniert. Dabei war ich mir so sicher. Es war ein guter Plan. Aber wir sollten uns trotzdem was anderes ausdenken. Der Streit scheint sich auf die Tiere hier auszuwirken. Nur keine Sorge, ich werde, bald die Wurzel des Problems finden und dort starten. Entschuldige, Ma, aber weißt du überhaupt, wie der ganze Streit angefangen hat? Die wissen, was sie getan haben. Ich glaube, dass keiner von euch weiß, was der andere getan hat. Aber sicher doch. Die Whofields haben uns vor langer Zeit aus irgendeinem Grund ein Unrecht angetan. Hört, hört! Okay, Plan B für Plan B. Vielleicht finden wir eine Gemeinsamkeit, die euch verbindet. Was tut ihr, wenn ihr nicht streitet? Das ist einfach. Uns gegen sie wappnen. Was möchtet ihr durch den langen Streit erreichen? Die Freude daran zu gewinnen. Was denn zu gewinnen? Den Streit natürlich. Das beweist, dass wir die Besseren sind. Die Besseren worin? Im Gewinnen. Hast du denn nicht zugehört? Also das Einzige, was sie verbindet, ist ein Streit, von dem keiner mehr weiß, worum es überhaupt geht. Wie soll ich ihn beenden, wenn ich den Anlass nicht kenne? Oh, vielleicht muss ich nur irgendein Pony entschuldigen. Eine gute Idee. Freundschaftsproblemlösung 48. Könnte ja klappen. Wie schön, dass ihr zugestimmt habt. Dieser Entschuldigungskuchen wird dazu beitragen, dass ihr euch wieder anfreundet. Welches meiner Argumente hat dich überzeugt? Dass die Vorteile einer Freundschaft die Kosten eines Streits übertreffen? Oder dass Vergebung eine Investition ins Glück ist? Ja, das ist alles. Moment, hörst du mir überhaupt zu? Wer ist da? Hier ist Ma Whofield. Whofield Alarm! Ladet die Kanonen! Mit einem Entschuldigungskuchen. Sagtest du gerade Kuchen? Wirklich Kuchen? Nehmt ihn als Geste des guten Willens von uns an euch. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Kuchen gegessen. Öffnet die Tore! Es ist ein wunderschöner Kuchen. Er ist viel mehr als nur ein Kuchen. Es ist der erste Schritt auf dem langen Weg des Vergebens. Ein Kuchen mit der Aufschrift "Lasst uns Freunde sein" sagt deutlich "Lasst uns Freunde sein". Ich habe es selbst obendrauf geschrieben. Wir gewinnen! McColz! Geht sofort in Delta Force Formation! Ist im Kuchen versteckt? Ja! Meintest du diese Entschuldigerei etwa ernst? Wieso in Ponys Namen sollten wir das tun? Wir haben doch nichts falsch gemacht! Was erzählst du denn? Ihr habt so vieles falsch gemacht! Nicht so viel wie ihr Idioten! Wir erleben gleich euer blaues Wunder! Thank you.
Würdet ihr jetzt vielleicht mal aufhören zu schreien? Oder würdet ihr vielleicht sogar ganz aufhören zu reden? Ihr habt angefangen! Besser zurückgehen. Ich meine, du kannst auch mal eine Pause machen, aber ich schaffe das wirklich nicht ohne dich. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Selbst wenn wir das irgendwie hinbiegen, werden sie sich wieder streiten. Hey, ihr kleinen Kerlchen. Ist schon okay, ihr könnt rauskommen. Was war das? Oh, ihr armen Kleinen, es gibt hier nicht genug Essen für euch. Oh, brr, und wie ihr friert. Ich nehme euch alle mit nach Hause und mache euch einen warmen Kakao. Wie findet ihr Bücherclubs? Ich verstehe es nicht. Das war mal eins der schönsten Täler in Equestria. Was ist passiert? Was denn? Oh, aha. Twilight, Sie wissen, was passiert ist. Ja? Stopp! Ihr müsst mir jetzt zuhören! Alle Ponys sollen erstarren! Fluttershy, sag du es ihnen! Es ist schwieriger, so viele Ponys erstarren zu lassen, als nur 6 von ihnen! Bevor ihr weiter streitet, solltet ihr unbedingt etwas wissen. Vor langer Zeit gab es mal 2 beste Freunde, Rob Hufield und Piles McColt. Als sie das Tal zwischen den nebligen Bergen fanden, wussten sie, dass es etwas Besonderes war. Also versprachen sie sich gegenseitig, das Tal zu bewahren und seine pelzigen Bewohner zu beschützen. Aber sie waren sich uneinig, wie sie es anstellen sollten. Grub wollte damit anfangen, Getreide zu säen, damit alle Ponys etwas zu essen hätten. Aber Piles dachte, es wäre besser, zuerst einen Unterschlupf zu bauen, um alle Bewohner des Tals vor Kälte und Wind zu schützen. Die 2 Ponys konnten sich einfach nicht einig werden. Also begann Piles, den Unterschlupf zu bauen, genau dort, wo Grub seine Felder anlegen wollte. Grub war so wütend, dass er Piles Unterschlupf zerstörte, um dort sein Getreide anzubauen. Sie stritten sich, bis daraus eine furchtbare Fehde entstand. Das Tal litt unter der andauernden Zerstörungswut und die Hufields und McColts zogen sich auf je einen der Berge zurück. Doch sogar dann litten das Tal und seine kleinen Tierbewohner weiter unter dem ständigen Kreuzfeuer. Merkt ihr nicht, dass euer Streit genau das zerstört, was euch hierher gebracht hat? Es ist Zeit, dass ihr eure Differenzen hinter euch lasst und zusammenfindet. Wenn nicht für euch selbst, dann zum Wohle dieser niedlichen und kuscheligen Kleinen. Oh, Mist. Wir wollten euch wirklich nie wehtun, ihr Kleinen. Ja, es tut uns sehr leid. Es sagt, sie akzeptieren eure Entschuldigung. Prinzessin, du kannst uns jetzt wieder entzaubern. Oh, richtig. Mahufield, wir versprechen, dass wir euch nicht mehr bekämpfen. Wir auch. Ich meine, wir kämpfen nicht mehr gegen euch. Eigentlich ist egal, wer von uns recht hat. Wir waren alle mies. Tja, in dieser Sache sind wir uns wohl einig. Oh, das ist wundervoll. Ich bin so unglaublich stolz auf euch. Oh, danke, Prinzessin. Ich möchte jedoch betonen, dass ich die erste von uns beiden war, die zugegeben hat,
dass wir im Unrecht waren. Das mag ja sein, aber ich war der Erste, der nicht mehr kämpfen wollte. Das zählt doch mehr. Oh ja? Oh, ihr habt recht. Wir müssen nicht eure Sprache sprechen, um euch zu verstehen. Versöhnung. Versöhnung. Ist das nicht ein schöner Anblick? Oh, allerdings. Die McColls helfen uns, unsere Häuser aufzubauen. Gute Häuser diesmal. Und die Whofields helfen uns dabei, Getreide anzubauen. Keine Kürbisse. Danke, dass ihr uns gelehrt habt, dass Freundschaft besser ist, als einen blöden Streit zu gewinnen. Wir finden eine Lösung. Das haben wir. Und dazu brauchten wir nicht mal meinen Freundschaftsratgeber. Wir brauchten nur uns. Also, was passiert wohl jetzt? Wir wurden alle von dem Plan gerufen. Um das zu wissen, müssen wir erstmal nach Hause. Vielleicht werden wir ja diesmal alle 6 beauftragt. Oder ein ganz anderes Pony. Vielleicht müssen wir ganz andere Probleme lösen, wie Quantenphysik oder warum.